von dem kaiserlichen Feldmarschall nichts mehr sehen wollen. 4. Mai 1926 in Hamburg. Paul von Hindenburg, ein Jahr vorher zum Reichspräsidenten gewählt, kommt zum offiziellen Antrittsbesuch in die Hansestadt. Die Rechte feiert den ehemaligen Generalfeldmarschall. Die alten, lieben Klänge deutscher Militärmusik verursachten eine zahlreiche Begeisterung durch das Publikum, das im strammen Schritt mitmarschierte, schrieb die konservative Zeitung Hamburger Nachrichten. Im sozialdemokratischen Hamburger Echo hieß es dagegen: Wir lieben diesen Mann nicht, wir lieben unsere Republik. Trotz dieser kritischen Haltung gab der Senat aus SPD und rechtsliberaler DVP zur Feier des Tages einer repräsentativen Straße im Hamburger Norden den Namen Hindenburgstraße. Obwohl in den Jahren danach die distanzierte Haltung Hindenburgs zur Republik deutlich wurde, forderten die Sozialdemokraten 1932 sogar zur erneuten Wahl Hindenburgs auf, um Adolf Hitler als Reichspräsident zu verhindern. Ein Jahr später allerdings, 1933, nach mehreren Notstandsregierungen, glaubte der greise Reichspräsident keine andere Wahl zu haben, als den böhmischen Gefreiten zum Reichskanzler zu ernennen. Seitdem gilt Hindenburg vielen als Steigbügelhalter der Nazis. Doch als 1945 politisch belastete Hamburger Straßennamen umbenannt wurden, zum Beispiel Hermann-Göring-Platz in Schwarzenbergstraße, Horst-Wessel-Straße in Sieveking-Damm und Adolf-Hitler-Straße in Bebel-Allee, durfte die danebenliegende Hindenburgstraße ihren Namen behalten. Den Parteien der Bezirksversammlung Hamburg-Nord blieb es vorbehalten, einen verspäteten Streit über die Hindenburgstraße zu führen, 62 Jahre nach der Namensgebung. Es begann Anfang des Jahres mit dem Vorschlag der FDP, die Straße nach der Patenstadt Hamburgs in Leningrader Allee umzubenennen. Die SPD war mehr für Wolfgang-Borchert-Straße, ersatzweise auch Olof-Palme-Straße. Die Grünen plädierten für Rosa-Luxemburg-Straße. Schließlich einigten sich SPD und Grüne Gall im Bezirk Nord auf einen Vorschlag der Alsterdorfer Anstalten. Jetzt soll die Straße nach einem Opfer des Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten benannt werden, der geistig behinderten Dorothea Kasten. Nach zwei zum Teil stürmisch verlaufenden Bürgeranhörungen fiel in dieser Woche die Entscheidung im Kerngebietsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Die Anhörungen gerieten zu einer gespenstisch anmutenden Fortsetzung der Diskussion der Weimarer Zeit um die Person des Reichspräsidenten. Ich kann verstehen. Ausreden lassen, obwohl uns schlecht wurde dabei. Das geht doch nicht. Es geht auf die Identität des deutschen Volkes. Und ich glaube auch, dass sie sich gar nicht so, auch die Anwohner der Hindenburgstraße, dass sie sich gar nicht so sehr aufregen brauchen, dass hier irgendjemandem Unrecht geschieht. Es ist so, dass Sie werden das in keinem Buch, was seriöserweise von Ihrer Seite auch, wenn, sage ich jetzt mal, etwas grob geschrieben wird, werden Sie bestritten finden, dass Hindenburg für eine bestimmte militaristische deutsche Tradition steht. Darüber streitet sich auch auf dem, sage ich jetzt mal etwas einfach, auf dem rechten Lager, streitet sich darüber eigentlich kein Mensch. Sondern das ist eigentlich völlig klar. Hindenburg ist der Inbegriff einer bestimmten deutschen Tradition und wohl keiner würde sagen, dass diese Tradition noch zeitgemäß ist. Ich gehe auf diesen Beitrag nicht ein, ja? Die Gall will dabei nicht nur mit Hindenburg als Reichspräsident, sondern auch zugleich mit dem Helden der Schlacht von Tannenberg im Ersten Weltkrieg abrechnen. Dass solche Schlachten hier bejubelt werden, das zeigt doch, dass man an so einen Namen nicht ran will, weil man doch Hindenburg als glorreichen Militaristen erhalten möchte. Und dagegen wehren wir uns, dagegen wehrt sich die Gall-Fraktion und deshalb werden wir auch alles dran setzen, dass diese Straße umbenannt wird. Jetzt ist die Gegenseite am Zug. Die Schlachten haben Toten gekostet, auf Seiten der Deutschen und Russen. Aber der Hindenburg hat doch verhindert, dass die russischen Armeen da im Osten irgendwie doch eindringen konnten. Und das hat Millionen Deutschen doch wirklich das Leben gekostet. Und wenn jetzt die SPD... beikommt und muss jetzt diesen Namen ausrotten, muss nebenbei bemerkt auch die Ehrenbürgerschaft aberkannt werden. Aber ich habe hier von den Herren Demokraten, beziehungsweise besonders der SPD und der Gahl, den Eindruck, dass gute Demokraten es nur nach 45 gegeben hat. Ihre SPD vor 33, die
32 damals Hindenburg mit als Präsident zugestimmt haben. Ja, als ob das schlechtere Demokraten oder SPDisten gewesen sind. So den Eindruck, den habe ich hier heute bekommen. Diese Art Umbenennung der Straße ist eine kriminelle Handlungsweise gegen ganz Deutschland. Das darf nicht sein. Es wird behauptet hier, der Hindenburg wäre nicht so ein guter Demokrat gewesen, nicht? 1932, als 7,5 Millionen Arbeitslose waren, da haben die Leute für 10 Pfennig Kohlen geholt. Und da wurde es Zeit und er konnte gar nicht anders handeln, der Herr Hindenburg, um den Führer Adolf Hitler nachher zu dem Kanzler zu machen. Es blieb ihm keine andere Wahl. Die Hindenburgstraße muss Hindenburgstraße bleiben, bis Deutschland untergeht. Ende der Durchsage. Nee, das ist noch nicht Ende der Durchsage. Nachdem kurz vor Ende der Anhörung nur mit Mühe eine Prügelei zwischen Hindenburg-Gegnern und Anhängern verhindert werden konnte, ließ der Ausschussvorsitzende abstimmen. Wir sind unbeherrscht. Wer dem Antrag in dieser Fassung jetzt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe. Der Antrag ist mit 8-7 Stimmen hier so beschlossen worden. Eine Stimme Mehrheit für den Änderungsantrag von SPD und GAU. Die endgültige Entscheidung für die Umbenennung muss allerdings in den nächsten Wochen der Hamburger Senat treffen. Dort aber droht dem Vorstoß der roten Linksabbieger aus Hamburg-Nord Gefahr. Vorsicht, Gegenverkehr. Hamburg wird also entmilitarisiert, wenn nicht der Gegenverkehr die Schlacht gewinnt.